Dann sag mir doch den Namen, dann geht's schneller. Walloran respektiert euch nicht. Dabei habe ich so viel für ihn getan. Ihr fürchtet um euer Seelenheil. Es gibt viele Priester, viele Bischöfe. Mag sein. Aber ich treffe meine Entscheidung, Walter, nicht du. Wenn Gott will, dass ich Walloran unterstütze, dann wird er es mir sagen. Und wenn nicht? Was dann? Werdet ihr euch weiter von Walloran benutzen lassen? Ein Guy. Zurück in Kingsbridge. Ach, das ist das Haus von Alina, hm? Ach, Alina. Schließ die Tür, es ist kalt. Ja. Meine Familie braucht ein Symbol, ein Wappen, damit wir unser Ziel nicht vergessen. Sie machen kaum noch Fortschritte. Kein Wunder, viele haben bei dem Überfall Freunde und Angehörige verloren. Tom Wilder hat dieses Haus gebaut. Ihr braucht ein richtiges Dach, sagte er. Mit Steinwänden und einem Kamin. Als wäre ich noch eine Adlige. Puh, es wird kalt. Oh. Warum ist er gegangen? Ciao, Jack. Der nächste Morgen. Ist hier irgendwo ein Geschenk hinterlassen worden? Ich könnte wetten, dass das weitergewebt wurde hier irgendwie, ne? Irgendwer klopft. Besuch? Ja. Es tut mir leid, euch an so einem wichtigen Tag zu stören. Warum ist er wichtig? Aber habt ihr zufällig Jack seit gestern irgendwo gesehen? Nein, was ist geschehen? Er ist fort. Wir haben den ganzen Morgen nach ihm gesucht. Tja. Er ist verschwunden? Nun ja, ich fürchte, das ist meine Schuld. Ich habe ihn wegsperren lassen. Aber am Ende habe ich Zorn mit Zaun vergolten. Wir haben ihn alle enttäuscht. Nein, es ist allein meine Schuld. Und ich hoffe, es wieder in Ordnung bringen zu können. Die Mönche durchsuchen bereits den Wald. Ich selbst reite nach Shiring und Martha zu einer Höhle, die Jack wohl kennt. Tja. Bitte, lass dies nicht den ersten Tag deiner Ehe vergällen, wo es nur Grund zur Freude geben sollte. Danke. Danke. Ich bin ja so froh. 3 Tage später. Man hat ihn immer noch nicht gefunden? Nein. Wie lange ist er jetzt fort? 3 Tage. Ich fürchte, er ist auf und davon. Ich liebe ihn wie einen Bruder. Ja, aber erst versucht er, mich umzubringen. Dann läuft er weg und lässt seine Familie im Stich. Hast du Hunger? Ich könnte was zu essen machen. Großartig. Ich hab Kohldampf.
Ja. Er ist nicht mehr als ein Andenken. Ja. Gewürze, Wollkörbe, Bauplatz, Webstuhl, Alfred, Kochtopf. Aha, gehen wir mal zum Kochtopf. Was kochst du? Frumenti. Was ist da drin? Man macht es aus Graupen, Bier, Milch, Gewürzen, Wildbret und Eiern. Klingt lecker. Na, solange es gut schmeckt. Nein, ich will nicht nachgrübeln. Nicht heute. Jetzt kommen noch Eier und Gewürze hinzu. Ich habe noch viele Kräuter im Haus. Und dann wurde mir schwarz vor Augen. 2 Tage später. Wir sind also bei 5 Tagen. Wie lange sind wir jetzt verheiratet? 1 Woche? Nicht ganz. 5 Tage. Das ist ja fast 1 Woche. Und doch haben wir immer noch nicht... Du weißt schon. Du hältst dich auf Distanz. Es tut mir leid. Ich gebe mir Mühe, aber ich brauche Zeit. Ist schon gut. Manchmal siehst du mich an, als wolltest du meinen, ich sei vielleicht doch kein guter Mann. Aber ich bin ein guter Mann. Ein guter Glaub Mann mir. Vielleicht, aber nicht der Richtige. Und du weißt, dass sie sich Jack hingegeben hat. Du hast es gesehen. Und du wolltest unbedingt trotzdem, dass sie deine Frau wird. Du hast sie Jack weggenommen. Jetzt kann ich die Eier hinzugeben. Ach, da sind dann die Eier. Ich bin froh, dass er mich nie angerührt hat. Martha hat sie vorbeigebracht und ich muss kochen. Schon wieder. Ja, aufs Kochen hat sie keine Lust, ne? 12 Tage später. Zum Beispiel musste ich heute daran denken, was Philipp und du für unsere Arbeiter getan haben, als sie Angst hatten, sie würden kein Geld bekommen. Du hast ihnen Geld angeboten, damit sie bleiben und sich sicher fühlen. Was, wenn ich auch sowas tun würde? So was könnte ich ihnen Geld in Aussicht stellen für den Fall, dass was passiert. Als Absicherung. Was hältst du davon? Könntest du es dir leisten? Das muss der Prior entscheiden. Er sagte, er käme morgen gegen Mittag vorbei. Vielleicht könnte er mit uns essen. Und du könntest mir helfen, ihm die Idee zu erklären. Wenn du willst. Ich meine... es wäre gut für dich, was anderes zu tun als kochen und weben. Du bist seit 2 Wochen nicht aus dem Haus gegangen. 17 Tage. 17 Tage. Ich zähle die Tage mit. Gibt es jetzt seit 17 Tagen eigentlich das Gleiche oder hatte er nichts seit 17 Tagen? Egal. Am nächsten Möchtet Tag. Ihr etwas Wildbret dazu? Nein, danke. Ich bin nur hier, um zu reden. Asketisch wie immer, Vater. Es wird langsam zur Gewohnheit, fürchte ich. Das ist alles. Jetzt kann ich kochen. Alfred ist in das andere Zimmer gezogen. Er hat behauptet, ich würde schnarchen. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren, aber ich mache allmählich Fortschritte. Bald wird es fertig sein. Er sieht blasser aus als sonst und dünner. Selbst die Novizen machen sich Sorgen um ihn.
Nein, ich will nicht nachgrübeln. Nicht heute und nicht die letzten 18 Tage. So, ihr meint also, wir sollten den Bauleuten Geld versprechen, wenn das Vorhaben scheitert? Ja, als Absicherung. Seit dem Wollmarkt sind sie alle verunsichert. Es würde sie beruhigen. Ja, insbesondere da sie dann wüssten, dass sie das Werk nicht zu Ende führen müssen, um reich zu werden. Es klingt so, als würden wir ihnen nahelegen, absichtlich zu scheitern. Oh ja. Daran habe ich noch nicht gedacht. Ich denke, Alfred Pan zustimmt, du bist keine gute Idee. Sagen Sie zu. Das ist keine gute Idee. Philipp hat recht. Dein Plan würde nur ihre Gier entfachen. Ich weiß nicht. Ich halte die Idee für gut. Meine Bauleute würden wissen, dass sie mehr kriegen, wenn sie den Bau fertig bringen. Sie sind nicht so gierig, wie ihr beide glaubt. Ich will sie nur ein wenig ruhig stellen. Ja, das sagtet ihr. Eure Idee zeugt von großem Mitgefühl, Lerfert. Danke, Vater. Aber Lady Aliena hat recht. Das Herz des Menschen ist grausam und böse. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und die Teufel der Gier und des Betrugs würden ihren Weg nach Kingsbridge finden. Oh ja. Aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich kann Ihnen kein Geld versprechen, weil man nicht geben kann, was man nicht hat. Seit der Markt aufgelöst wurde, verliert Kingsbridge mehr, als es einnimmt. Wir könnten sogar pleite sein, bevor die Kathedrale vollendet ist. Was? Ja. Es war der Traum meines Vaters, dieses Ding zu bauen. Wir müssen sie vollenden. Alfred würde seine Arbeit verlieren. Bitte auf sie jammern. Können wir schneller bauen? Könnten wir schneller bauen? Die Kirche vollenden, solange noch Geld da ist? Ist das eine Möglichkeit? Sicher. Es wäre nicht das erste Mal, dass so etwas gemacht wird. Das kriege ich hin. In Ordnung. Ich verspreche, ich werde über euren Vorschlag nachdenken. Wie baut man schneller? My Lady, eure Suppe. Ach, scheiß drauf, die verbrennt. Ist ja nur für Alfred. Dieses Mal ist es besser geworden. Glaube ich. August. Schade, jetzt weiß ich die Tage nicht mehr. Das ist unfair. Früher haben wir über das Geschäft geredet. Jetzt geht's immer nur um Alfred und Jack. Wie erniedrigt. Wann habe ich zuletzt hier gesessen? Muss Wochen her sein. Vielleicht sogar einen Monat. Ich weiß es nicht. Wir haben nie miteinander geschlafen. Alfred hat das vor langer Zeit aufgegeben. Sie liebt nun mal einen anderen und möchte sich keinem neuen hingeben. Sie wächst wieder. Alfred arbeitet Tag und Nacht. Ja, man sieht's auch, dass da ein bisschen mehr dazugekommen ist, ne? Warum bewahre ich sie überhaupt auf? Danke. Ich hätte nie gedacht, dass mein Bruder so hart arbeiten kann. Er will bloß besser sein als Jack. Ich weiß nicht. Ich hätte es nie gedacht. Wirklich. Alfred hat sich wirklich verändert. Er war immer so ein Rüpel. Ihm scheint wirklich etwas daran zu liegen. An Kingsbridge, an dir, an unserer Familie. Ich kann's kaum erwarten, dass du mir einen kleinen Neffen oder eine Nichte schenkst.
Bam, komm. Eiskalt. Das wird nicht geschehen. Nein? Nein. Oh. Übrigens, ich hab die blaue Farbe, die du haben wolltest. Sie ist von einem Weidhändler in Winchester. War nicht einfach zu finden. Oh, herzlichen Dank, Martha. Ich schätze, jetzt muss ich meine Weberei wohl fertigstellen. Wie geht es damit voran? Es fällt mir zurzeit schwer, die nötige Geduld aufzubringen. Was hält Sir Richard von der Idee? Ich hab's ihm noch nicht gezeigt. Wenn er herkommt, geht es immer nur um Geld. Aber so lautet die Abmachung. Er kämpft und ich zahle. Ein ewiger Kreis. Das Wappen soll uns daran erinnern, wer wir sind und woher wir kommen, damit wir unser Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Hast du dich schon für ein Wappentier entschieden? Du solltest wirklich ein Tier drauf haben. Bär, Löwe. Es wird ein Fuchs zeigen. Es wird einen Fuchs zeigen. Oh, Füchse sind klug. Das gefällt mir. Und erinnere mich an Jack. Ellie, es tut mir leid, dass ich was von einer Nichte gesagt habe. Ich dachte nur, im letzten Monat, du wärst, naja, etwas rundlicher geworden? Oh, ich werde bloß dick. Du wirst nicht dick. Nun, es gibt für mich nicht viel mehr zu tun, als rumzusitzen und zu essen. Dann sollten wir mal spazieren gehen, die Beine bewegen und etwas Sonnenschein abkriegen. Sehr gern. Das würde mir sehr gefallen. Aber heute nicht. Ich muss erst das Wappen fertig machen. Es zu Ende bringen, solange ich noch kann. September. Die Zeit vergeht. Ah, sie hat also jetzt den ganzen Stoff blau gefärbt. Und stickt jetzt in weiß scheinbar das Wappentier drauf. Ups, daneben. Ich bin schwanger, ich kann Jacks Kind nicht bekommen. Ich musste heiraten, um mein Ei zu erfüllen. Jack zu heiraten, war ein Fehler. Ja, sie hatten auch nie Sex, ne? Sie kann sie jetzt echt nicht unterschieben. Es war ein Fehler. Nichts, was er tut, stellt mich zufrieden. Sie ist deprimiert. Versuche, eine gute Frau zu sein. Aber ich habe trotzdem an allem was auszusetzen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Alfred zu heiraten war ein Fehler. Ich habe es immer gewusst. Aber ich hatte keine andere Wahl. Nicht, wenn ich William Hamley aufhalten wollte. Und Alfred war der Einzige, der mir versprach zu helfen, das Erbe meines Vaters zurückzugewinnen. Seit wir verheiratet sind, arbeitet er bis tief in die Nacht, um die Kathedrale zu vollenden. Sieht besser aus draußen, ne? Und wenn er heimkommt, erwartet er keine Gegenleistung. Auch wenn ich das Verlangen in seinen Augen sehen kann. Er tut, was er kann, aber nichts davon stellt mich zufrieden. Trotzdem versuche ich, eine gute Frau zu sein. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zu allem Übel, dass ich mit deinem Enkelkind schwanger bin. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Du hattest deine große Liebe, aber du hast sie verschmäht. Oh ja. Verachtest du mich für das, was ich getan habe? Nicht mehr als alle anderen, die daran beteiligt sind. Zuallererst gebe ich dem Priester die Schuld, der meinen Sohn zum Mönch machen wollte.
aber du kommst gleich an zweiter Stelle. Bam. Komm. Was, wenn ich Jack zurückhole? Oh, Aljena. Das schaffst du nicht. Jack hat England verlassen. Und es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, wo er ist. Ich möchte, dass du eines weißt. Jack hat dich geliebt. Oh ja, hat er. Für mich bist du damit Teil der Familie. Wenn du das Kind nicht behalten kannst, gib es mir. Ich werde es aufziehen, weit weg von dieser verlogenen Welt, die keinen Platz für meinen Sohn hatte. Ich will mein Kind nicht weggeben. Dann kannst du nicht hierbleiben. Du kannst so nicht weitermachen. Aber ich muss. Verstehst du das nicht?